Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen zurück auf AIDA Nova. Diesmal habe ich mir meine Uniform schon mal angezogen, denn es geht natürlich in großen Schritten weiter und auf die Ablieferung zu. Ja, hinter mir, da sieht man schon die große Freitreppe des 4 Elements, wo es dann in Richtung Baumwipfel geht. Denn das 4 Elements hier auf AIDA Nova, das wird etwas grüner als das von AIDA Prima und AIDA Perla. Ein bisschen dschungeliger und so haben wir hier wieder die Möglichkeit, in den Baumwipfeln zu klettern. Auf meiner linken Seite, da sehen wir später den großen Videoscreen, wo man ja, Filme genießen kann, abends auch mal ein Nachtkino sicher veranstaltet wird. Und es gibt natürlich noch viel mehr zu erleben im 4 Elements und das zeige ich Ihnen jetzt. Kommen Sie mit. Ja, liebe Gäste, wenn Sie den Lazy River von AIDA Prima und AIDA Perla suchen, den werden Sie hier nicht finden, denn es geht ein bisschen wilder zu. Wir haben hier einen Wild River auf AIDA Nova. Und an meiner rechten Seite unser Current Pool, unser Strömungspool. Dort können Sie sich entweder ja in der Strömung treiben lassen oder es auch gegen die Strömung aufnehmen. Das hier im 4 Elements. Auf AIDA Nova, da gibt es ganze drei Wasserrutschen. Hinter mir auf der Backbordseite des Schiffes, da der Racer. Das sind zwei Wasserrutschen, wo Sie auf Zeit gegeneinander rutschen können und sich einen Wettkampf liefern können. Und auf der Steuerbordseite, auf der anderen Seite des Schiffes, da finden Sie dann die etwas gemütlichere Rutsche, die Familienrutsche. Ja, für heute mit dem 4 Elements, da sind wir erstmal am Ende angekommen, aber es gibt natürlich noch ganz viel mehr zu entdecken auf AIDA Nova. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal und schalten Sie wieder rein, bis es dann irgendwann heißt, Leinen los auf AIDA Nova.